Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stella, Blade und dem Beagle. Ihr seht's vielleicht schon, anderes Outfit. Yay! Das habe ich doch glatt auf der Baustelle verpasst und ich habe es mir gestern dann noch fix geholt. Ich sehe gerade, ich habe auch neue Ohrringe. Ach so, diese blauen Perlenohrringe, ja, ja. Generell, ich hatte mal geguckt, weil ich hatte mich ja gewundert, warum ich bis jetzt so wenig Outfits quasi habe. Klar, hätte ich die drei bei Roxanne noch gekauft, dann wären es mehr gewesen, aber die waren ja jetzt alle nicht so mein Ding. Was ich dabei verpasst, also ich habe in der Untergrundanlage, wo wir die zweite diesen Hyperkern oder was das ist, geholt haben, da habe ich es tatsächlich in einem Laserraum einen verpasst. Macht nichts. Auf der Baustelle ist auch noch einer, der mich jetzt aber auch nicht so interessiert hat, wenn ich ehrlich bin. Aber, und da war ich echt ein bisschen verwirrt, weil das hat mal gezeigt, wie gut ich Karten lese. Lyle, der Typ mit dem Buddha. Wenn man die Quest macht, öffnet sich sein Shop danach. Und da habe ich doch einiges gekauft. Achso, schaut euch dieses schicke Outfit an. Hinten, das nervt ein bisschen, dass das oben auf ist. So bis nach unten wäre cooler gewesen. Aber ich weiß auch nicht. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Ada Wong. Keine Ahnung warum. Aber ich finde es cool, muss ich sagen. Ich mag's. Auch wenn das da hinten sehr eigenartig aussieht. Am Rücken. Dennoch finde ich das Outfit sehr cool. Ich habe dann noch jetzt neu dieses Biker-Outfit, das ich eigentlich auch ziemlich cool finde, aber die blauen Schuhe dazu killen mich enorm. Hätten sie ihre rote Schuhe dazu gepackt, das hätte irgendwie cool ausgesehen. Das kennt ihr schon, das auch. Das ist auch neu, das habe ich mir bei dem Typen geholt. Das sieht eigenartig aus, ich habe es mir aber mitgenommen. Die Paradekleidung macht aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe, dick. Also, was auch immer sie vorne mit dem Busen gemacht haben, sieht so unnatürlich aus, ich kann es gar nicht beschreiben. Als hätte Eve einfach mal kurz ihre doch schon sehr großen Brüste nochmal vergrößert. Und der Hintern sieht auch in dem Rock sehr unvorteilhaft, muss ich einfach sagen. Aber ja, jetzt habe ich doch deutlich mehr Outfits als noch am Anfang. Und ich habe sie euch alle gezeigt, aber dieses hier möchte ich gerne anbehalten. Hoppala. Hier unten gibt es auch übrigens Anzüge und so. Also mal gucken. Ich bin doch weg gewesen. Müssten die Gegner jetzt nicht wieder zurückgekommen sein? Eigentlich schon. Geh mal nach oben, zieh dich um. Warum? Lass mich doch. Adam will mir immer sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Das finde ich schon ein bisschen frech. Ich habe ziemlich viele Vita-Coins aufgebraucht, aber... Oh, das war ein bisschen doof von mir. Eve! Hm? Ich bekomme hier ein Versorgungssignal. Oh, okay. Schön für dich, Adam. Beruhig dich. Ja, es ist gut. Beruhig dich. Adam, ganz ruhig. Genau. Komm mal mit mir. Ich will auch... Oh, warum wolltest du mich jetzt hier hochschicken? Für was? Man weiß es nicht genau. Ich will trotzdem... Hier liegen wieder Ölfässer. Oh Gott, ich muss hier weg. Ich habe das angehütet. Das Ding hat dann eine Leiche gefunden. Oh, natürlich. Leute. Ich bin heftig verwirrt, wie nah das dann doch an Dead Space ist. Ich meine, ich habe da generell nichts gegen. Also das gibt dem Spiel einfach noch mal ein bisschen was, wo man sich so denkt, okay, er hat doch eine Leiche gefunden, cool. Oh Gott, das war ich. Upsala. Wo denn? Kleiner, wo bist du denn? Kein Gegner mehr? Okay. Ah,
Ach, das sind Fässer. Das sind Fässer. Ja. Und hier auch. Ja, das sind Spuren von Menschen, die hier lebten. Ich frage mich, wie lange es wohl her ist, dass in diesem Tunnel ein Klavier zu hören war. Aha. Alltagsstrickkleidung. Da, wo kommst du denn her? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wo ich lang muss. Oh Gott, weg, 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 weg. Wo kommst du denn her? Nee. Nee. Das war echt ekelhaft. Naja, Adam, komm, da haben wir... ekelhafter als sonst. Okay. Die haben sich auf den Zug ausgebreitet. Das nehme ich hin. Aber vielleicht gehe ich jetzt doch noch mal zurück. Ich weiß es nicht. Ich hole mir jetzt erstmal den kleinen Roboter da vorne. Bleib hier, du kommst eh nicht weg. Ah, Trinksystemerweiterung. Wie schön. Wir gehen auch langsam die Sachen raus, aus, um Sachen herzustellen. Wir isolieren uns, um Gefahren fernzuhalten. Wir stellen Regeln auf, reduzieren den Abfall und helfen uns gegenseitig. Doch ein Erdbeben brachte den Tod an diesen Ort. Monster drangen durch die Risse ein, die entstanden, als der Boden sich in sich zusammenfiel. Gott, heute ist meine Lesekompetenz wieder richtig hoch. Okay, dann gehen wir doch nochmal zurück. Moment. Hier ist wenigstens mal andere Musik, Leute. Oh Gott! Ein Hinterhalt! Ja, kann ich mitleben, aber warum die Jumpscares? Spiel, warum? Aber ich meine, Ehre wem Ehre gebührt, ne? Wenn den Entwicklern das so wichtig war, Dead Space mit einzubauen. Also sie haben ja da so eine Combo jetzt irgendwo aus Dead Space und Nier Automata gemacht. Leugne ich nicht. Ich muss sagen, das ist halt Ehre wem Ehre gebührt, ne? Und anscheinend scheint dieser Entwickler... Ich habe etwas Unglaubliches gesehen. Mein toter Kamerad wurde wieder lebendig, aber sie sind keine Menschen mehr. Aus ihren Gesichtern kommen Tentakeln, als ob ihre Leichen wie Marionetten gelenkt werden würden. Woher kennen wir das nur? Ich meine, immerhin hat der Dead Space-Schöpfer... Ich weiß gar nicht, wer. Ich meine, immerhin hat der Dead Space-Schöpfer, unabhängig davon, ob jetzt Dead Space damals... ich weiß nicht, welcher der Entwickler da quasi sich beschwert hat, dass Dead Space keine Freigabe gekriegt hat, Stellar Blade aber irgendwie schon. Aber man muss halt sagen, der Dead Space-Schöpfer selbst, der ursprüngliche Dead Space-Schöpfer, der erste... Der hat sich selbst kopiert mit Callisto Protokoll. Er hat sich ehrlicherweise so ziemlich schlecht kopiert. Denn das, was er neu machen wollte, hat einfach nicht so gut geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Das sah jetzt eigenartig aus. Come on, du hast irgendwie... Guck mal, wie cool er sich fühlt. Unglaublich. Wie er ankommt mit seinem... Okay. So, und jetzt hat Stellar Blade einfach auch massivst Teile von Dead Space übernommen. Ich finde, das ist schon so... Und ehrlicherweise sogar gar nicht mal schlecht gemacht. Also ich cheese das Spiel zwar die ganze Zeit dafür, dass... ich permanent Dead Space-Bezüge wiederfinde. Ruhen wir uns aus. Aber eigentlich muss ich sagen, ist es gar nicht verkehrt. Also habe ich schon in deutlich schlechter erlebt, wie gesagt. Callisto-Protokoll hat bewiesen, dass es auch deutlich schlechter geht, sich selbst zu kopieren. Und muss sagen, dahingehend hat dieses Studio hier deutlich mehr richtig gemacht. Und ich finde es auch einfach voll die interessante Kombo zu sagen, wir nehmen uns ein Setting wie Nier Automata
und bauen aber so ein ganz klein bisschen Dead Space Feeling mit ein. Ganz ehrlich, ich wäre niemals auf die Gedanken gekommen, diese beiden Sachen miteinander zu kombinieren. Oh Gott, oh Gott! Ja. Die wissen schon, warum sie das hier eingebaut haben. Wie mies! Was soll's? Oh, das war knapp. Hab nur auf den Schatz geachtet. Ach, Adam, weißt du, ich auch. Eigentlich wäre das jetzt cool gewesen, wenn ich es nochmal hätte machen müssen. Aber ist okay. Das macht es übrigens noch ein bisschen schade, dass die Entwickler von diesem Studio wirklich, naja, wie soll ich sagen, wirklich dachten, sie brauchen Eve als Verkaufsargument. Finde ich nämlich gar nicht. Mir fällt gerade auf. Da kommen wir wohl nicht durch, außer wir finden eine Fusionszelle. Vielleicht haben wir weiter unten mehr Glück. Ja, bin ich doch gerade dabei. Hallo, ihr kleinen hässlichen Viechere. Nee, wie gesagt, ich bleib dabei. Also, ich wäre auf die Kombination Nier Automata und Dead Space tatsächlich im Leben nicht gekommen. Als der Lift stehen blieb und sich die Türen öffneten, strömten strahlendes Licht hinein. Das Sonnenlicht brannte mir nicht die Haut weg. Es war warm und fühlte sich schön an. Das ist die Tür zum Paradies, da bin ich mir sicher. Ich muss die Besatzung der Undercrew über diese überraschende Entdeckung informieren. Ah, okay. Übrigens, ich habe immer noch nicht rausgefunden, was dieser Balken ist, der sich zwischendurch, wenn wir Wissen sammeln, füllen. Also das ist, was mit Lilly zu tun hat. Okay. Die Mülldeponie. Das sind aber viele. Schätz vor dem Kampf erstmal die Lage ein. Ja, wie viele sind es denn insgesamt? Geht nur. Hallöchen. Eins weniger. Und direkt das Ding noch mit töten. Aua, sag mal, was ist falsch mit dir? Ich anspreche, ist ziemlich unschön. Wo ist es denn? Ach, er steht wieder auf. Oh, er hat sich direkt die nächste Leiche geholt. Das ist das Ding, glaube ich. Nee, 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 bleib hier. Nein, nein, nein. Ah, ah. Vergiss es. Kann ich die Leiche nicht irgendwie vorher? Nein, offensichtlich nicht. Ah, schön in die Mülldeponie rein. So richtig in den Dreck rum. Das war härter als erwartet. Was? Nein, das war voll easy going. Das ist nichts. Lass uns die Kiste öffnen. Oh no. Ich brauche den Sicherheitscode. Als wir reinkamen, habe ich noch eine Straße gesehen. Was meinst du mit, als du reinkamst, hast du noch eine Straße gesehen? Ach so, ja. Okay, aber lass mich mal eben hier hochgehen. Ich weiß halt nicht so richtig, welche Richtung richtig ist, aber ist egal. Ich muss schon hin. Okay. Diesen Balken, der sich auffüllt. Ich glaube, also ich bin mir zu 90% sicher, der hat was mit Lilly zu tun. Weil es ist Lillys Avatar abgebildet. Und mir stellt sich jetzt die Frage, ich habe nichts dazu gegoogelt, weil ich möchte mich nicht spoilern. Hat das Ding mehrere Enden? Wenn ja, ich weiß es ja nicht. Also ich möchte, also wenn ihr es mir jetzt schreibt, Beagle, nein, das hat nicht mehrere Enden, oder Beagle, ja, das hat mehrere Enden, ist es eh zu spät, weil ich es dann vermutlich schon durch habe.
Die Nightybats kennen keine Angst, deshalb geben sie auch nicht nah. Angst wird durch das Ego geweckt. Doch Nightybats sind keine Lebewesen, da sie nicht in der Lage sind, Angst zu empfinden. Also zögern sie, zögere nächste Mal nicht, sie umzubringen. Okay, muss ich zu. Hab den Code. Herzlichen Glückwunsch. Kehren wir zur Box zurück. Adam, herzlichen Glückwunsch. Ich bin auf jeden Fall der festen Überzeugung, sollte es mehrere Enden geben, dann hat dieser Balken irgendwas damit zu tun. Und ich habe das Gefühl, es kann nicht schaden, den auf 100% zu kriegen. Und selbst wenn es nichts mit anderen Enden zu tun hat, habe ich das Gefühl, dass es dann, naja, was mit Lily zu tun hat. Vielleicht Sympathie zu ihr oder sie hilft uns in irgendeiner entscheidenden Situation, wenn es auf 100% ist. I don't know. Also glaube ich, dass es gar nicht mal verkehrt ist, zu gucken, das in jedem Fall auf 100% zu kriegen. Aber da wir hier relativ fleißig mit dem Wissen sind, würde ich sagen, dass das gar nicht so... Wir sind jetzt schon bei knapp 70%, meine ich, bei Lilys Balken. Ich kann den halt nirgendwo so richtig nachgucken, wie weit dieser Balken ist, sondern sehe das immer nur, wenn er ein bisschen höher geht. Also ich habe das Gefühl, es kann wirklich nicht schaden, den auf 100% zu kriegen. Ich weiß halt nur nicht für was. Aber vielleicht erfahre ich das noch früh genug. Sag mal. Ich entferne mich doch vom eigentlichen Ziel, oder? Okay. Endlich sehe ich das Licht. Und ein paar fies aussehende Nativas. Welches Licht? Ich kümmere mich drum. Ach, das ist der richtige Weg? Nee. Nee, Moment, dann nicht. Witzig. Ich dachte eigentlich, das wäre optional. Genauso wie das eine da hinten, von dem ich dachte, das wäre optional. Na gut, dann müssen wir schauen. Drohnen-Upgrade. Ach, da müssen wir mal gucken, wie viel wir da eigentlich schon haben. Oh, ich dachte, Adam, deine Drohne ist in Anbetracht der Tatsache, dass hier... Ach so, okay. So, wo die Drohne, Drohne. Wo das Ding... Oh Gott, ich meine, die haben ja überall diese tollen... Oh Gott, ich muss hier weg. Ist das Ding jetzt tot geworden, oder? Okay, jetzt aber. Da ist noch ein Gegner in jedem Fall. Da war ich schon. Wieder war ich schon. Was? Wieso war ich da schon? Nein! Bleib hier! Das ist eklig. Ich habe jetzt endgültig den Überblick verloren, wo ich eigentlich hin bin, aber egal. Ich habe ein bisschen... Ach so, ich hätte das alles umgehen können, indem ich... Nee. Ich bin verwirrt, Leute. Ich bin hochgradig verwirrt, aber ist okay. Ist okay. Okay, ich stelle keine Fragen.
dann wollen wir hier einfach weitergehen. Egal wie verwirrt ich bin, wir gehen jetzt einfach weiter. Jo! Du willst die Leiche haben, ne? Du kriegst die Leiche aber nicht. Ach, der holt sich die Leiche schon, toll. Ah, ihr geht spuck nicht. Natürlich greifen diese kleinen Ekelviecher nicht selbst an, ne? Okay, Ah, warte, der spuckt die aus! Igitt! Jetzt habe ich es verstanden. Der spuckt die aus. So. Na gut, aber das hat sich trotzdem gelohnt. Free Dive. Okay. Viel Leben habe ich doch eh nicht verloren, also alles gut. Eve, eingestürzte die Karte ist wiederhergestellt. Wunderbar. Aber die Straße endet hier. Aber das Signal vom Kern führt zu der Straße da oben. Dann müssen wir da irgendwie hoch. Warte, du willst echt dort hoch? Ja. Wie war das? Ich dachte, sie hat mir gerade auch gesagt, dass die Karte verfügbar ist. Oder bin ich jetzt... Ach so. Das möchte ich in jedem Fall auch noch zu Ende machen. Ich könnte versuchen, darüber zu balancieren. Ich könnte aber auch dabei sterben. Schauen wir gleich mal. Ich befürchte, aber ich muss, weil da unten nur eine Kiste ist. Man kann sie ja mal versuchen. Ich habe irgendwas Lilanes eingesammelt. Also, Na gut, meine Lieben. Wobei, wir versuchen dann... Nee, warte. Oh. Sicher? Ein falscher Schritt und das war's. Alles gut. Ist gar nicht so schlimm, ne? Sie ist wie Ada. Sie ist wirklich ein bisschen wie Ada. Ada macht auch alles immer auf ihren hohen Hals. Was auch immer du tust, schau nicht runter. Das ist so gemein. Das Erste, was man doch macht, ist runterschauen. Oder sehe ich das jetzt falsch? Du kleiner, mieser Roboter, ey. Ich weiß, wo du mich hinlocken willst. Vergiss es. Das ist gar kein Roboter. Ist das ein Roboter oder nicht? Doch, da ist ein Roboter. Aua. Ich will den Loot haben. Oh Gott, was tue ich hier eigentlich? Eklig. Nicht. Aua. Aua. Nicht so gestört mit dem ekligen Vieh. Oh. Okay. So viel zum Thema. Ich höre auf.
Nein, also ich werde auch hören. Ich bleibe genau hier. Beziehungsweise, da ist noch eine ich wollte gerade sagen, Eve. Da ist noch ein Dings, das möchte ich haben. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich möchte es haben. Daher wünsche ich... Achso. Und dann muss ich hin. Hm, dann muss ich wieder zurück. Nee, Eve? Ja, gut, ich meine... Man kann das auch so seltsam machen, aber sei es drum. Eve. Eigenartig, wirklich eigenartig. Ich war doch gar nicht fertig hier zu gucken, ob da noch irgendwie weitergeht. Nee, da geht's wirklich nicht weiter. Na gut. In diesem Sinne, habt einen wunderschönen guten Tag. Nächstes Mal klettern wir dieses... Oh Gott. Seil darunter oder hoch. Nee, wir klettern das hoch und schauen mal weiter. Haut rein!